Also das riecht. Das ist wieder so professionell, Vanessa. So professionell, ja. Mädels, ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, was ja für viele oder was viele betrifft, glaube ich, was aber für viele sehr unangenehm ist, eben ja, weil es in der Natur der Sache liegt. Und zwar um das Thema Schwitzen. Ich warne euch vor, dieses Video ist in einer Kooperation entstanden. Das heißt, deswegen seht ihr auch hier wieder Werbung, ne, aufgrund einer Kooperation, weil ich eben dieses Produkt kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt bekommen habe von der Firma und ja, im Gegenzug dazu darüber berichte in einem Video. Und das tue ich in diesem Fall besonders gerne. Wenn ihr also Interesse habt und wissen wollt, um welches Produkt es sich dabei handelt, dann bleibt dran. Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, das Thema Schwitzen ist ein Thema, was für viele unangenehm ist, eben weil ja, sie den Eindruck haben, mit ihnen stimmt etwas nicht und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das ist tatsächlich so. Ich habe auch lange Zeit gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht und das ist ekelig und viele denken halt auch direkt, das muss man ganz ehrlich mal so sagen, weil wir Menschen sind zum größten Teil Schubladendenker, die wäscht sich nicht oder das ist ein hygienisches Problem auf jeden Fall, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung berichten, zumindest aus meiner Erfahrung, wie gesagt, dass das kein hygienisches Problem ist. Ja, ich dusche mich regelmäßig und pflege mich und trotzdem habe ich das Problem, dass ich eben vermehrt schwitze, weil meine Schweißdrüsen eben vermehrt Schweiß absondern. Ja, das ist, wenn man so will, ja, ein medizinisches Problem, ja, und kein hygienisches. Wenn auch das eine zu dem anderen wird. Ich habe dieses Problem, wie gesagt, schon länger, seit meiner Pubertät, um genau zu sein. Und ich kann euch sagen, ich habe in den letzten Jahrzehnten tatsächlich sämtliche Deos ausprobiert. Flüssig, Stick, Cremes. Da gab es noch ein anderes Deo, so ein Stein, so ein Salzstein war das, glaube ich. Den habe ich mal ausprobiert mit Aluminiumsalzen, ohne Aluminiumsalze, mit Alkohol, ohne Alkohol. Ich habe alles durch, ich sag's euch. Sämtliche Marken, sämtliche Konsistenzen, viel, ja, viel getestet. Und ich habe euch ja gesagt, dass es ein Deo gibt, was sehr gut ist und welches ich mir bis jetzt immer gekauft habe, welchem ich treu geblieben bin. Aber als die Firma mich angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich das gerne testen möchte und dann mit diesem Versprechen um die Ecke kam, nämlich, dass das Ganze 5 Tage halten soll, ja, jetzt hatte ich die Katze mal auf den Sack und zeige euch das Produkt, war ich neugierig. Gebe ich zu und ich dachte, das musst du testen. Und deswegen habe ich der Kooperation zugestimmt. Und ja, das Produkt kam auch relativ schnell. Ich habe es jetzt ungefähr etwas über eine Woche getestet. Normalerweise, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich mir Zeit nehme, um Produkte zu testen. Also im Normalfall habe ich die 3, je nachdem 4 Wochen hier, um zu sagen, sind die gut oder nicht. Allerdings, wenn ich merke, dass ein Produkt übermäßig gut ist oder übermäßig schlecht auch, dann haue ich meine Meinung vorher raus, ne? So wie ihr das kennt. Und ja, in diesem Fall ist das auch so, dass ich einfach bereit bin, euch eine Review zu geben zu diesem Produkt und ja, das mit euch teilen möchte, weil ich eben weiß, dass es viele Betroffene gibt, auch eine hohe Grauziffer gibt, Menschen, die das nicht zugeben wollen und ja, denen möchte ich einfach helfen, weil ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, ja, wenn man schief angeguckt wird und getuschelt wird, so von wegen, hat sich nicht gewaschen oder so. Ne, das ist halt, das verletzt einen, sage ich ganz ehrlich. Und man denkt, was stimmt mit mir nicht? Ja. Und wenn es dann Mittel und Wege gibt, das zu umgehen, damit man dieses Gefühl nicht hat, finde ich das sehr gut. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen zum Produkt. Und zwar handelt es sich dabei, wer hätte es gedacht, ne, um ein Deo. Und zwar in Sprühform, also ein Pumpspray. Der Firma Syneo 5. Ein Antitranspirant für alle, die darauf achten wollen, dass sie keine Aluminiumsalze nehmen. An dieser Stelle tut mir leid, werdet ihr wahrscheinlich abschalten, weil dann wird das nichts für euch sein. Und da steht es drauf, ne, 5 Tage Wirkung, mit Sternchen natürlich, aber ich kann euch sagen, ich habe das auch nicht 5 Tage durchgetestet, das gebe ich zu.
Ich bin bis zu 2,5 Tagen gekommen, weil, wie gesagt, ich bin kein Mensch, der einmal im Jahr vor den Kleiderschrank springt und sagt, so, jetzt bin ich sauber, jetzt ist der ganze Dreck abgefallen. Ich dusche und wasche mich schon regelmäßig und dementsprechend werde ich nie, wirklich nie an die 5 Tage kommen. Ja? Aber ich finde, das muss es auch gar nicht. Also wenn man, wie ich, schon 2,5 Tage sagen kann, das hat geholfen, ja, und man hat sich trocken gefühlt und hat nicht geschwitzt, finde ich, ist schon viel gewonnen. Ja, und das war bei dem Produkt hier der Fall, um einfach mal die Katze vorzeitig auf den Sack zu lassen hier. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich sage das sehr, sehr selten. Ihr wisst das. Aber ich bin von dem Produkt wirklich hin und weg. Ich weiß, dass das ein bisschen teurer ist. Ich habe das mal nachrecherchiert. Wie gesagt, ich habe dieses kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, habe ich euch ja anfangs gesagt. Das kostet, und es gibt sogar bei DM, habe ich gesehen, 11,95 €. Aber ich finde, dafür, dass man hier wirklich wenig braucht, weil man es eben nicht so oft anwendet und für die Lebensqualität, die man meiner Meinung nach wirklich dadurch gewinnt, ja, lohnt sich das. Und ja, ich werde mir das nachkaufen. Wenn das leer ist, was wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen dauern wird, werde ich in DM gehen und mir das nachordnen. Auf jeden Fall. Weil ich es eben gut finde. Ich zeige euch mal die Flasche. Das ist eine Glasflasche. Finde ich schon mal sehr gut. Ne? Das ist ein Plastikdeckel. Gut, aber man kann ja alles haben, sage ich immer. Und dann bekommt ihr das, ja, mit einem Sprühkopf. Das sieht aus wie ein Parfum, wenn man so will. Ist aber kein Parfum drin. Also das riecht nämlich nach rein gar nichts. Also ich kann mir das mal hier auf die Hand sprühen. Ihr seht auch mal den Sprühnebel. Den kann ich euch auch mal zeigen. Ich hoffe, ich kann das einfangen. Ja, der ist schon sehr fein, kann man sagen. Aber es kommt schon viel raus. Wenn man ganz nah rangeht, dann riecht man so ein bisschen Alkoholgeruch, würde ich sagen, auch weil hier auch Alkohol drin ist, ne? Überraschung. Allerdings muss ich sagen, wenn das wegtrocknet, dann riecht man den kaum noch. Also den riecht man hauptsächlich im feuchten Zustand und nachher ja fast gar nicht mehr. Also dann ist es geruchslos, deswegen ist es auch für Unisex geeignet, also das heißt für Männlein und für Weiblein. Ja, kommen wir mal zu ein paar Eckdaten. Wie gesagt, Preis hatte ich euch genannt, 11,95 €. Das Ganze soll 6 Monate halten, das steht hier drauf, 6 Monate Schutz. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn man es regelmäßig anwendet, beziehungsweise dass wenn man es alle 5 Tage anwendet, würde ich jetzt mal behaupten, dass es dann ein halbes Jahr ungefähr hält. Finde ich in Ordnung. Wie gesagt, 12 €. Wenn ich mal bedenke, wie viel Deos ich dafür kaufe, weil ich mir halt 2-mal am Tag meine Achseln beschmiere, besprühe, wie auch immer. Ich glaube, da komme ich ungefähr auf den gleichen Preis, wenn ich ein gutes Deo wähle. Weil, wie gesagt, für mich als Schwitzi, ich kann einfach kein günstiges Deo nehmen. Also wie andere, ja, von halt günstigen Marken, sag ich mal. Das ist bei mir einfach nicht drin. Ich muss, wenn dann schon ein Deo nehmen, was in der mittleren Preisklasse ist, sag ich mal, weil das ist wirklich obere. Dementsprechend, denke ich mal, wird das aufs Gleiche hinauskommen vom Preis. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn das teurer sein sollte, wie gesagt, es ist für mich ein großes, großes Stück Lebensqualität, was ich dadurch gewonnen habe. Und das ist mir wert. Hier steht es auch drauf, Pumpspray reicht für ca. 40 Anwendungen und hält so bis zu 6 Monate. Ja, selbst wenn es keine 6 Monate hält, wie gesagt, finde ich das in Ordnung. Ja, kommen wir mal zu den Inhaltsstoffen. Wie gesagt, hier sind natürlich Aluminiumsalze drin, ne? Sonst würde ein Antitranspirant nicht funktionieren. Wenn ihr ja da ein bisschen in der Materie seid, ne, dann wisst ihr das vielleicht. Und zwar sind hier drin Aqua, also Wasser, Alkoholdenat, das ist natürlich ein austrockener Alkohol, das liegt aber auch irgendwo in der Natur der Sache, auch irgendwo klar. Das wird sehr gerne benutzt, um Dinge zu konservieren, um Kosmetik zu konservieren. Das ist auch oft in naturkosmetischen Produkten vertreten. Dementsprechend und auch an ja, sehr vorderster Stelle. Dann kommen, wie gesagt, die Aluminiumsalze, sage ich mal, die so bekannt sind. Dann Glycerin. Ja, und dann folgen hinten raus noch ein paar andere. Glykol ist auch ein Alkohol und noch ein paar andere, wie gesagt, sind die letzten 3 Inhaltsstoffe. Was ich noch betonen möchte oder was ich erwähnen möchte, weil ich weiß, dass wir darauf achten, hier sind Silikone drin. Allerdings wasserlösliche Silikone, da steht dieses Pack 12 vor, Dimethikon, ja. Und, aber ansonsten, die Inhaltsstoffliste ist sehr klein, also das kenne ich sonst anders von Produkten und das gefällt mir schon irgendwo auf eine Art und Weise. Ja, ich lese euch mal ein bisschen was aus der Packungsbeilage hier vor. Und zwar, Syneo 5 wirkt durch die spezielle Wirkstoffkombination, das ist das, was in dem Sternchen stand, was ich euch eben gesagt hatte mit den 5 Tagen, je nach Hauttyp bis zu 5 Tage.
Bei richtiger Anwendung verringert Synio 5 die Schweißbildung und schützt so sicher vor Transpiration. Synio 5 kann darüber hinaus unangenehmen Körpergeruch in den Achselhöhlen je nach Hauttyp bis zu 5 Tage verhindern. Ja, das kann ich alles so unterschreiben. Wie gesagt, ich habe, seitdem ich das benutze, weder geschwitzt, noch habe ich irgendwie unangenehmen Geruch gehabt, was ja damit einhergeht. Ne? Ja, wie man das anwendet, kann ich euch auch sagen. Und zwar Anwendungsgebiete, das kann auf allen Körperregionen angewendet werden, wo Schweißbildung auftritt. Das heißt, insbesondere in den Achselhöhlen natürlich, ne, da schwitzen wir am meisten, und auch an den Füßen wohl. Also wenn ihr auch Probleme mit Schweißfüßen habt, ne, was ja auch sehr unangenehm ist, könnte das auch was für euch sein. Ja, die Anwendung ist eigentlich ganz einfach. Die Achselhöhlen, Füße oder andere Körperregionen abends vor dem Schlafengehen waschen und gut trocknen. Ja, das mache ich sowieso meistens, wenn ich baden oder duschen gehe. Synio 5 dann 3 bis 4 Mal aufsprühen, mit der Hand verreiben und trocknen lassen. Kleidung erst nach dem Antrocknen anziehen. Ja, und dann steht hier noch, Synio 5 erst bei Nachlassen der Wirkung wieder anwenden. Wie gesagt, habe ich getan. 2,5 Tage hat es bei mir ungefähr gehalten. Hier steht ja auch drauf, ne, je nach Hauttyp. Aber ich finde, 2,5 Tage finde ich schon viel. Also das hat bisher kein Deo eigentlich geschafft. Also 8 Stunden war so das Höchste. Mein Lieblingsdeo, ne, das habe ich euch schon mehrmals erzählt bisher. Und ja, da verließen sie ihn dann. Und dementsprechend finde ich das schon richtig cool. Hier steht außerdem noch, nach einer Achselrasur mindestens 6 Stunden mit der Anwendung warten. Das könnte auch sehr wehtun, wie ich aus Erfahrung schon weiß. Also nicht mit dem Produkt, sondern mit anderen. Überall da, wo Alkohol drin ist. Oder man sollte es auch nicht bei den aluminiumsalzhaltigen Deodorants nach dem Rasieren, weil man eben Mikroverletzungen da provozieren kann und dadurch kann der Wirkstoff mehr eindringen. Haben wir ja alle schon gehabt, die Diskussion, ne? Deswegen sparen wir uns das. Und dann steht hier noch, nicht auf gereizter oder verletzter Haut anwenden. Ja. Und das war es soweit. Eine Warnmeldung, die hier steht, nicht in Kombination mit anderen Deodorants an gleicher Stelle verwenden. Also das heißt, wenn ihr dieses Synio 5 anwendet, dann solltet ihr nicht noch ein anderes Sprühdeo nehmen, weil ihr denkt, okay, das schützt mich zwar nicht zu schwitzen, aber ich möchte ein bisschen riechen, möchte ein bisschen Bodyspray, das solltet ihr halt lassen. Ne? Also wenn, entweder oder. Ja, und dann steht hier noch als letztes, bitte beachten, bei unsachgemäßer Anwendung, insbesondere bei morgendlicher Anwendung und oder zu geringer Antrocknungszeit vor dem Anziehen der Kleidung kann es zu Farbveränderungen oder zur Entfärbung an den Kontaktflächen der Textilien kommen und nicht auf Kleidungsstücke sprühen. Also das ist wirklich was ihr euch ja nach dem Duschen, nach dem Baden oder nach dem Waschen allgemein auf die Haut gebt, was ihr einreibt, was ihr einwirken lässt. Und dann habt ihr euch eben das morgendliche, ne, Brollen, Besprühen, wie auch immer, mit Deo gespart. Was für mich ein sehr großer Vorteil ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, das ist auch so ein Thema, ne, mit der Verfärbung von der Kleidung. Es gibt zwar Deos, die versprechen, es gibt kein Verfärben. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass das bis jetzt noch nie der Fall war. Also, dass ich immer Verfärbungen hatte, egal welches Deo ich benutzt habe. Und wo auch immer drauf stand, keine Verfärbungen. Das hat trotzdem irgendwelche weißen Deo-Flecken gegeben, die einfach unschön sind. Und ja, das habt ihr mit dem Produkt nicht. Ne? Wie gesagt, das wendet ihr abends an, dann lasst ihr das trocknen, ordnungsgemäß, dann geht ihr schlafen und dann wirkt es quasi für euch über Nacht. Und das finde ich eine prima Sache, wie gesagt. Gerade für Leute, die ja, damit stark zu kämpfen haben. Ja, es ist für mich wirklich eine Wohltat, sage ich ganz ehrlich, zu wissen. Und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen tatsächlich. Okay, du kannst dich auf deinen Schutz, auf dein Deo verlassen. Du musst nicht ständig riechen oder du musst nicht ständig gucken. Ne? Hast du irgendwie ja, Schweißflecken auf deinen Klamotten? So meine eigene Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ihr die auch teilt. Wie gesagt, wenn ihr auch damit zu tun habt und Probleme damit habt. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, das ist nicht besonders schön. Ja, man kann bestimmte Sachen einfach nicht genießen, sage ich mal. Wenn man immer darauf gucken muss, kommt jetzt da was durch oder nicht. Ja, und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, wie gesagt, dass die Firma mich angeschrieben hat, dass ich das testen durfte, unverbindlich. Und ja, so mit ein neues Lieblingsprodukt für mich gefunden habe, wo ich sage, darauf kann ich mich verlassen. Wie gesagt, es sind Aluminiumsalze drin, das habt ihr aber in jedem anderen Antitranspirant einfach auch. Die müssen da einfach rein, das ist, liegt in der Natur der Sache. Dementsprechend, ja, ich habe vorher schon Produkte mit Aluminiumsalzen benutzt. Mich stört das persönlich nicht. Wenn man halt einige Sachen beachtet, wie gesagt, nicht direkt nach dem Rasieren, was ja auch hier draufsteht, kann man damit auch
sehr alt werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zumal ich diesen Diskussionen ja sowieso immer so ein bisschen zwiegespalten bin, ne? Siehe Weichspüler. Und dementsprechend würde ich euch hier an meiner Stelle oder ab dieser Stelle meine Empfehlung für dieses Produkt aussprechen und sagen, ja, das ist gut, das könnt ihr definitiv ausprobieren. Und es ist sein Geld wert, einfach, ja. Weil man nicht so viel braucht und weil man eben, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Stück Lebensqualität zurückbekommt, meiner Meinung nach. Ja, Mädels, das war's mit der Review. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war hilfreich für euch. Ich werde euch, wie gesagt, das Produkt hier unten verlinken. Auf jeden Fall, das bekommt ihr bei DM. Ich habe auch geguckt, das bekommt man sogar im Laden, sage ich mal. Also man muss es manchmal mehr bestellen. Das ist auch ein weiterer Vorteil für mich, wo ich sage, finde ich gut, weil, ja, ihr wisst, dass ich ja immer so ein bisschen so ein Online-Gegner bin. Halt noch der alte Schlag, früher gab es das nicht. Und ich mich da, ja, ein Stück weit wirklich dran gewöhnen und rantasten muss. Aber ich bin immer noch froh, wenn ich Produkte, ja, im Laden zu kaufen bekomme. Und da bin ich froh, dass das hier, wie gesagt, bei diesem Produkt der Fall ist. Ich weiß nicht, ob es das in allen DMs gibt, das kann ich euch nicht sagen, aber in größeren DMs könnte ich mir vorstellen, gibt es das in der Deo-Abteilung natürlich. Ja, Mädels, ihr könnt mir gerne mal berichten, ob ihr das auch habt, ob ihr das schon getestet habt und was ihr davon haltet. Teilt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren mit und dann würde ich sagen, wir sind durch. Ich bin schon lange durch. Gut durch. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie lange das denn dann gehalten hat. Ne? Das werdet ihr dann in meinem Aufgebrauch sehen. Da werdet ihr das mit Sicherheit wiederfinden. Kann nur ein bisschen dauern, wie gesagt, weil es soll ja etwas halten, ne? Ein halbes Jahr ist schon lang. Aber ihr werdet das auf jeden Fall nochmal sehen. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif, bleibt wie ihr seid und wir sehen uns. Tschüss.